Lass stehen, bau nicht ab. Ich bin gerade noch am. Au, au, war! Ey, du! Lumbers! Nee, Bobers, nicht Lumbers. Oha, wir sind ja schon bei Phase 2. Krank. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, das war ja das, was ich da noch nebenbei gemacht habe. Ach, nebenbei hat der Herr Arno Zeit für was? Ja, natürlich. Ach so. Ja, irgendwer muss ja was machen. Du weißt aber schon, dass ich das mit dem Strom nicht so schön baue wie du, ne? Ja, die Befürchtung habe ich allerdings auch. Ja. 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 Das ist zumindest schon mal gut als Info, ne? Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich muss es ja so hinnehmen. Du könntest sagen, geh weg da, lass mich. Und dann baust du hier weiter? Nee. Siehst du? Also muss ich wohl diesen Tod sterben. Ah ja. Ich meine, ich würde gern den Strom übernehmen. So echt, jetzt. Warum? Naja. Dass endlich mal Strom kommt, ne? Ja, auch. Aber halt, naja. So, jetzt 10 nach unten. Und dann kann ich hier das Ding wieder wegmachen. Yay, ich bin zumindest schon mal unten beim Wasser angekommen. Also die Kohle ist der Miner drauf. Und bei welchem Wasser bist du denn bitte? Ja, hier bei dem See hier. Ach, da ganz hinten. Das ist das Nächste, was geht. Ah, oh, okay. Oh. Ach so. Ja. Ach halt. Ja, gut, dass wir darüber sprechen, ne? Weil ich hätte das jetzt halt. Ja, was? Naja, ich hätte die Kohlekraftwerke jetzt über den kleinen Tümpel da drüber. Da oben bei uns? Ja. Oh Gott, nee. Passt doch nichts hin. Ja, ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Hier kannst du 10 Stück herstellen. Locker. Ja. Wenn man es richtig baut, heißt es. Tja. Ja, das ist dann noch das andere, ne? Da war ja noch ein Haken. Musst du, dummes Viech, jetzt hier rum... Oh, diese Zecke, ne? Also ich meine, ich kann diese Kohlekraftwerke-Dingsbums schon übernehmen. Aber? Ich will mir halt nicht alles unter den Nagel reißen. Ich werde es halt nicht so hundertprozentig sauber bauen wie du. Das ist halt einfach so. Ja, solange ich das nicht sehen muss. Tja. Dann. Genau, das ist es. Tja, dann. Kreuz und quer, Gummibär. wie viel versorgt ein so ein Wasserdingsi? Also ich habe immer 2 bis 3 gemacht. Für wie viele Kohlekraftwerke? 2 bis 3 Kohlekraftwerke. Ach so. Also ein also Wasser, 2 bis 3 Kohlekraftwerke. Ein Wasser, 2 bis 3 Kohle. Okay. Ob das jetzt der Auslastung entspricht, keine Ahnung, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier 5 Wasserkraftwerke hinstelle, dann kann ich da auf jeden Fall 10 Kohlekraftwerke drüber anschließen. Ob du das logistisch hinbekommst, weiß ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich schaffen. Ja, das wird sich jetzt gleich herausstellen. Da-da-da-da! Trommelwirbel! Vielleicht sagst du ja auch, das ist okay, wie ich es so. Ah, ich falle! Ins Wasser. Wohin? Ins Wasser. Ins Wasser? Ja, ich bin ins Wasser gefallen. Wo bist du?
Unter dir. Ach, du bist bei mir? Mhm. Oh, hallo. Schön, dass du mich bist. Ich schau mir gerade dein Vergehen hier an. Aber ja. Tendenziell ja nicht. Der Ansatz ist ja gut. Jetzt muss halt nur noch das oben drüber dann passen. Ich meine, die Kohlekraftwerke kann ich dir ausrichten. Anschließend wirst du es ja wohl können. Vielleicht. Aber hier ist auf jeden Fall mega viel Platz. Also für, keine Ahnung, locker 10 oder 20. Ja, definitiv. Das war auch einer meiner Gedanken, hierher zu gehen. Ich habe dich dann da anscheinend missverstanden mit dem kleinen Teich da oben. Mit der Pfütze. Ja. Da habe ich, als ich mein Let's Play angefangen habe, da habe ich mein erstes Kohlekraftwerk hingestellt. Aber hier kannst du ja super bauen. Ja, klar. Da habe ich ja bei mir auch nochmal ordentlich was gebaut. Ach, verdammt, ich kann schon wieder nicht mehr fliegen, ne? Oh. So. Macht die ganze Sache natürlich etwas schwierig. Kann ich das? Du kannst hier doch den Turm da hinbauen oder so. Ach, warte mal. Das ist dun, dun. Hier, dann ist das auch hier. Was? So. Du kannst es ausrichten. Kannst willst du mal das genau bitte daneben stellen? Ja, bitte. Sag es halt. So. Andersrum. Ja, ich hab's gerade gesehen, ja. Ja, ich wollte nur nett sein. Ja, lieber auf Nummer sicher. Ja, und einfach mal die Reihe rüber vollballern. Ja, gerade weit. Ich baller gern. Ego-Shooter könnten wir mal zusammenspielen. Welchen? Keine Ahnung, was hast du denn? Nichts. Die meisten Ego-Shooter sind bei mir auf der Ignorieren-Liste. Ja. Sowas wie Call of Duty oder sowas. Das habe ich alles auf Ignorieren. Ich weiß. Das ist total traurig. So. Jetzt bin ich am Ende. Da ist dann noch die Frage wegen der Kohle, ne? So, naja, jetzt bin ich mal gespannt. Lieber fördern halt dann. Ich habe ein paar zu viel gebaut, ne? Ja, aber verbindest du jetzt alle Rohre miteinander? Oder? Nein, nein. Ich setze jetzt immer. Also du magst immer nur einen Splitter und dann verbindest du dann quasi das mit dem nächsten. Richtig, genau. Kraftwerk. Kann ich das dann machen hier? Ach, verdammt. Nein. Warte. Nein, nicht. Nee. Ha. Ich weiß, weil ja da noch der Kohlezufluss ist, ne? Das ist ja. So. Und das dann. Moment. Ist das anders? Ach, Schande. Schande, Schande, Baby. Ja? Moment. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ob das da drin ist. Ja, das hier. Das brauchen wir. Nimm alles, was geht. Und kaufen. Perfekt. So. Lass stehen, bau nicht ab. Ich bin gerade noch am. au, war! Ey, du! Lumbers! Nee, bau was, nicht Lumbers. Nee. Lumbas ist mein Bruder. Ah. Hier das. So. Dann. Was? Ist okay. Was? Nee. Passt schon.
Ah, machst du es ein bisschen runter. Brauchen wir jetzt eine Pump? Nee, ne? Eigentlich bräuchte man keine Pumpe. Weil so viel ich weiß, sind doch die Pumpen doch 10 Meter oder was hoch. Ich würde Okay, trotzdem aber warte eine mal, machen. wie viele Meter haben wir denn? 2, 4, 6, 8. Oh. Das sind zu viele Meter. Ich sag ja, ich würde trotzdem eine machen. Ja, weil es zu viele Meter sind, Ist das deswegen. nicht, hübsch? Guck's dir an! Ja, mir geht gleich einer ab. Ich. Oh, ist das schön. Oh Gott. Ja, du kannst mal Bobes sagen. Du kannst mich nicht Gott nennen. Nee, da bist du noch so weit von weg. Ganz weit. Ganz weit. Ganz weit weg. So. Ah, dann fange ich mal mit den Gestellen an. Weil ich würde das natürlich gerne hier auf solchen Dingsies vorleiten. Das Problem ist allerdings nur, dass es ja gar nicht hinhaut. Wir müssten eigentlich die Kraftwerke ein Stück nach hinten schieben. Warum? Naja, dass wir mit der Kohle da rankommen. Außer ich mache das so wie bei mir in der Art, dass ich das dann hier schwebend mache. Ja. Ich müsste nur ab und zu mal hier so einen Block dazwischen setzen für kurz, dass ich die Gestelle dran setzen kann. Ja, ist doch okay. Das stört ja im Grunde nicht, ne? Sag mir bloß, wann ich das machen kann. Tschung. Und dann würde ich das nämlich genau auf der Höhe dann lassen, dass. Das geht ja gar nicht. Warte mal, es gibt doch noch. Naja, es ist jetzt nicht ganz symmetrisch. Obwohl, Nee, ja doch. symmetrisch. Ja doch. Süd kann man lassen. Soll ich das in der Mitte der Plattform Obwohl. laufen lassen, dass man notfalls auf der anderen Seite auch noch mal Kohlekraftwerke hinsetzt? Ja. Das wäre schon gut, ne? Wenn ich im Wasser bin, dann geht es wieder nicht. Was? Ach, dann kannst du nix bauen, wenn du im Wasser treibst. Du treibst das im Wasser? Ja. Was? Das gefällt mir. Dann kann ich nämlich hier genau in der Mitte die Kohle laufen lassen. Wir sind auch in der Mitte von dem unteren Steg. Ach, das ist genial. Ich meine, Richtung hinterwärts kommt halt immer weniger an, aber man kann ja dann oben drüber nochmal eine Pipeline machen, ne? Ja. Könnte ich eigentlich dann doch so machen, dass ich die Dinger hinstelle? Dann geht die Kohle halt so ein bisschen schräg nach unten, aber das wäre ja egal, dann kann man hier noch sauber durchlaufen. Es gefällt mir nicht. Ich mach's noch mal weg, okay? Was denn? Na, die Verrohrung. Die Verrohrung? Warum kann ich denn das jetzt nicht sauber anschließen? Alter, die halben Wände, die sind nicht korrekt. Wenn du die drehst, dann hast du einen Versatz drin. Ja. Das ist ja übel. Warte mal, da machen wir ganz. Ich würde sagen, hier ist Ende. Ja, an der Stelle machen wir Ende. Dann, ups, kommen die vier wieder weg.
Dann kommen hier zwei normale. Und dann kann man nämlich hier bei Gelegenheit dann nochmal vorwärts legen. Das ist genial, Madame. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bis dahin geht's. Einmal, zweimal. Dead End. Da lasse ich das Ding einfach hier durchlaufen. Geht es so mit dem Abstand? Ja, ne? Das passt. Von wie, wo, was? Naja, dass du dein Rohr da verlegen kannst. Das passt. Das kriege ich da verlegt. Okay, Hauptsache du kriegst dein Rohr verlegt. Ja. So, jetzt warte mal, dann kann ich... Dann müssen wir das ja anders. Geht's ja gar nicht. Ich muss ja dann quasi hier mal schräg rüberlaufen. Dann mache ich das hier. Zack. Irgendwie macht's zu zweit nochmal mehr Spaß, das Game. Definitiv. Nur schade, dass ich immer so wenig Zeit habe, ne? Das ist wirklich schade. So, dann mache ich das Ganze mit einem Lifter. Die schauen immer so goldig aus, die Bänder, die noch so frisch sind, so MK2. Aber naja, was wollen wir machen? Verkabel das gleich hier unten, oder? Ja, ne? Ja, klar. Wir müssen nur noch wissen, wo wir dann den Zulauf müssen wir irgendwie herbringen, ne? Außer wir schließen jetzt, naja gut, aber müssen wir sowieso, weil wir müssen ja alles mit Strom verbinden. Doof. Ich bin doof. Du darfst mir auch widersprechen. Wenn du falsch legen würdest, würde ich das auch machen. Ja, ne? Man soll nicht lügen. Nein, man darf keine Lügen sagen. So. Soll ich dir mit der Kohleförderung zur Hand gehen, oder? Wie, was meinst du? Mit der... Passt dir das so, wie ich das jetzt mache? Ich hab's noch nicht gesehen, ich war jetzt die ganze Zeit mit dem Wasser beschäftigt. Aber ja, jetzt planschen. Dann da die Splitter hin und rüber. Ach so, so genau. Mal, ja... Ja. Ja, aber man kann halt hier schön noch durchlaufen. Ja. Ja. Ich hätte es jetzt mit Aufzügen gemacht. Kann man natürlich auch machen, aber so denke ich mir, hast du die Aufzüge nicht im Weg? Ja, ist halt die Billo-Variante. Halt die Billo-Variante. Ja, es ist halt einfach zweckdienlich schlicht. Genau. Schlicht und schön. Naja. Ich habe kein Material mehr. Ich mag das halt einfach nicht, wenn die Förderbänder so nach unten fördern. Ja.
Siehst du, das ist viel schöner. Es macht einen ganz anderen, ein ganz anderes Bild. Ja, genau. Ja, ja, perfekt. Ich sehe, wir matchen gut. Wie viele? Für alle. Es kommt da hinten halt gar nichts mehr an, ne? Ja, aber irgendwann kommt was an. Irgendwann kommt was an, das stimmt allerdings. Wie gesagt, ich kann ja noch die zwei, weil es sind ja zwei Kohle. Auf entweder ein Band laufen. Ja, wir machen entweder alles über ein Band oder wir machen zwei Bänder und lassen das zweite quasi oben drüber laufen. Dann würden wir im Grunde die hinteren. Ach so. Also wenn, dann gehen wir jetzt nur bis daher, oder? Ja, das, was mit Wasser bedingst ist, also das hier wieder weg. Bedingst ist, genau. Ja, im Endeffekt können wir die wieder wegmachen. Das stimmt schon. Ja, ich weiß jetzt nicht. Es wird unnötig Material verbraucht, Mensch. Reiß dich doch mal zusammen. Warum habe ich jetzt hier wieder kein Faden? Manchmal fehlt mir die grüne Linie. Nö. Was nö? Nö. Kannst du wieder wegbauen. Bist komplett außer der Spur. So. Oh Gott. Ja. Warum nur? Ja, das sieht gut aus. Dankeschön. Das macht ein ganz anderes Bild. Das ist, wie gesagt, mir gefällt das halt einfach besser, wenn das so ein Ding ist. Ein Ding. So aus einem Guss. Ich kann mir nur immer nie merken, wie hoch ich muss mit den Liften möchte, muss, wenn ich auf eine bestimmte Höhe kommen will. Also wenn ich jetzt halt. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Hab. So, weil da haben wir zwei Höhe. Das heißt, ich muss zwei zusätzlich nach oben. Oder mehr, ich weiß es nicht. Ich denke aber, dass das okay ist, ist so. Ja, das Austauschen wird ja dann schnell gehen von den Bändern. Und dann, wenn die rennen, dann ist ja sowieso schneller versorgt, das ganze Zeug. Also ja, die ganzen Maschinen. Das Austauschen dann, ja. So, ich habe bloß hier noch keine. Die 6. Aber wir haben immer noch keinen Strom da, ne? Das ist wichtig. Willst du die Leitung schon mal ziehen? Die Leitung übernehmen? Ja. Ja, aber nur, weil du so lieb bitte, bitte gesagt hast. Ja, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja. Oh, du hast schon gemacht? Oh, du bist ja toll. Ich weiß. Und warum haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Weil die hinteren werden ja doch gar nicht versorgt. Ja. Man kann sich ja nicht zerreißen, ne? Nee, außerdem, was wir haben, das haben wir. Genau. Oha, haben wir schon 91 solche Dinger drin? Oha, wir sind ja schon bei Phase 2. Krank. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, das war ja das, was ich da noch nebenbei gemacht habe. Ach, nebenbei hat der Herr Arno Zeit für was? Ja, natürlich. Ach so. Ja, irgendwer muss ja was machen. Ah. So, der Herr.
Hier ist eigentlich ideal vor den Strommasten. Ich weiß nicht, ob du auf der rechten Seite runterkommst oder auf der linken. Linken. Und wo du hinbauen willst, das weiß ich auch nicht. Hast du das unten jetzt schon verkörbelt? Ja. Cool.